Einer hat im Bunde noch gefehlt. Heute bespreche ich ihn. Lagavulin, 16 Jahre. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malls. Heute mit mir, Malte, und mit dem Lagavulin, 16 Jahre. Der klassische Islay Single Malt Whisky. Es hat tatsächlich geschneit hier im Norden. Ich habe heute Morgen so eine Schicht Schnee, die über Nacht gefallen ist, weggeschüttet oder weggeräumt. Und da musste einfach jetzt ein rauchiger Whisky ins Glas fürs Video. Wirklich verrückt. Wobei, früher war das gar nicht so selten. Naja, ich drifte ab in andere Themen. Lagavulin 16 Jahre. Ich hatte ja schon die Distillers Edition und auch den Special Release verkostet und mochte die beide sehr gerne. Wir hatten auch alle drei schon bei We Talk Malls im Livestream. Das heißt, der 16er ist jetzt auch gar nicht so ein Unbekannter hier auf dem Kanal. Dennoch haben wir, also Marc und ich oder ich es alleine, in all den Jahren nicht geschafft, den Lagavulin 16 Jahre für den Kanal zu verkosten. Und dabei ist das doch wahrscheinlich einer der ikonischen Single Malt Whiskys überhaupt. Auf der ganzen Welt kennt man, glaube ich, diese Flasche und den Lagavulin 16 Jahre. Die Flasche, finde ich, ist sehr ikonisch. Die Verpackung ist klassisch, aber dabei schlicht, schön, oldschool. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass man hier eine farbige Flasche nimmt, ja, grün, so leicht grün. Da sieht man natürlich die Farbe nicht, aber wenn man sich die Farbe des Whiskys anguckt, der ist sowieso gefärbt, der leuchtet richtig so orange. Da sieht man den Farbstoff schon. Ansonsten klassischer Karton. Was ich sehr schön gemacht finde, ist, dass wenn man die hier aufmacht, hier oben noch so ein kleiner Lagavulin-Schriftzug drin ist. Das hat irgendwie, ja, ich finde, das setzt so eine Stimmung irgendwie. Man, ja, ist einfach schön gemacht. Auch das Etikett, Design, wunderbar. Der Whisky selber, ich glaube, man muss nicht viel drüber sagen, ist abgefüllt mit 43%. 16 Jahre alt und ist wie alles in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Also der kostet jetzt, glaube ich, 60 Euro oder sogar ein bisschen mehr. Da war vorher die Distillers Edition angesiedelt. Es sind quasi alle Abfüllungen eine Stufe höher gerückt. Die Distillers Edition mittlerweile ja fast bei 100 Euro. Heute geht es also darum, auch ein bisschen drüber nachzudenken, ist dieser Whisky sein Geld wert? Wie steht es um ihn und ist es zu Recht so ein Klassiker? Viel Spaß! Über die Farbe habe ich ja schon gesprochen. Der ist gefärbt und wahrscheinlich, wenn man es böse sagen will, auch nicht zu knapp. Denn das ist keine typische Whisky-Farbe. Das ist wirklich ein richtiger Orangeton. Das kommt nicht aus einem Sherry-Fass und das kommt nicht aus einem Bourbon-Fass. Ich störe mich nicht besonders an Färbung. Die einheitliche Farbgebung bei so einem Volumen-Malt finde ich verständlich, wenn auch unnötig. Man muss aber immer den Schritt zurück machen und sagen, ich bin auch jemand, der sehr informiert ist. Ihr, wenn ihr einen Whisky-Kanal auf YouTube anschaut, seid das auch. Die Kunden, die den im Supermarkt, an der Hotelbar und Ähnlichem trinken, die erwarten, also im Supermarkt kaufen und an der Hotelbar trinken, die erwarten, dass die Farbe immer gleich ist und deswegen wird halt gefärbt. Ist schade, aber man nimmt Rücksicht auf die Masse und vernachlässigt sozusagen ein bisschen die Nerds. So ist es halt im Kapitalismus. Zum Whisky selber. Ein absoluter Klassiker. Ich habe ihn jahrelang vor dem Livestream nicht mehr getrunken gehabt. Der Livestream ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Und ich freue mich jetzt richtig drauf. Also schauen wir mal, was die Nase sagt. Die sagt erstmal Rauch. Aber gar nicht zu viel Rauch. Trockener Rauch. Wenig speckig. Wofür ich Lagavulin eigentlich immer kenne. Aber sehr fein, nicht so medizinisch, nicht beißend, sehr angenehm. Mehr so ein Holzfeuerrauch. Bisschen erdig und dann dahinter Süße. Eine fruchtige Süße,
Beeren vielleicht am ehesten. Etwas, was ich eher mit Sherryfässern in Verbindung bringe, als dass ich es mit Bourbonfässern in Verbindung bringe. Wobei die Sherryfässer ja eigentlich in der Distillers Edition dann nochmal extrem hervorgestellt werden. Und viel Malz, so Eiche. Es ist, das habe ich glaube ich im Livestream gesagt, es ist schon in der Nase ein Whisky, wo ich denke, so stellen Menschen sich Single Malt Scotch Whisky vor. Die Rauchigkeit, die Eiche und dann noch diese Süße und Malzigkeit. Das ist so prototypisch. Es ist wirklich ein Idealtypus, so wie es ihn eigentlich gar nicht geben sollte, eines Scotch Whiskys, finde ich. Ja? Fast wie bei einem Blend oder ähnlichem. Das ist, ja, ist wirklich einfach so, so rund. Und ich würde sagen, jetzt probiere ich einfach. Schön, dass ihr mit dabei seid. Auf euch. Slange. Er beginnt mit einer kleinen Säure, geht dann hin in so eine schwer definierbare Süße, leicht zuckrig, süß, malzig, so in die Richtung und schiebt dann hinten raus ordentlich, ja, so Feuer, Asche, Rauch, bisschen Speck nach. Da passiert also ein bisschen was. Was ich sehr, sehr enttäuschend finde, ist der mangelnde Körper. Ich will nicht sagen wässrig, aber naja, ein gutes Tafelwasser vielleicht. Das finde ich sehr, sehr schade. Er verbleibt rauchig, bitter, was ich nicht schlecht meine. Ja, aber es ist wirklich eine ganz klare, bittere Note. Gar nicht so viel Holz. Nicht in diese Kakao, so, sondern wirklich ja, einfach bitter. Ich werde nochmal probieren. Dann gucken wir mal, ob ich noch ein bisschen das genauer benennen kann. Slange. Diese saure Beerennote am Anfang, die gefällt mir sehr gut. Die ist auch sehr einzigartig. Dann geht es mehr rein in eine breitere Süße. Und dann kommt relativ schnell der Rauch mit der Würze dazu. Und das auch wirklich, der ist schon kräftig rauchig. Das heißt, jemand, der bei Whisky einsteigt, wird hier schon an eine Grenze gebracht. Dem wird hier aufgezeigt, wohin die Reise gehen kann. Natürlich hat man halt einfach nicht die Fassstärke und einfach dieses Böse, sage ich mal, wohin es noch sich entwickeln kann. Aber er zeigt schon viel Rauch. Fazit. Lagavulin 16 Jahre. Ich glaube, man muss das von zwei Seiten aus sehen. Die Erwartungshaltung und auf der anderen Seite der Whisky, wenn man die mal außen vor lässt. Mit der Erwartungshaltung, als jemand, der viele verschiedene Whiskys schon getrunken hat, kann man nicht anders sagen, als dass dieser Whisky enttäuschend ist. Vor allen Dingen, und das will ich jetzt mal nicht außen vor lassen, für den Preis, der aktuell für ihn aufgerufen wird. Um die 60 Euro oder 69 Euro für diesen 16-jährigen Lagavulin zu bezahlen, halte ich für jemanden als Empfehlung, der sich schon ein bisschen mit Whisky beschäftigt hat, für den absolut falschen Griff. Schnappt ihn euch in der Hotelbar, im Restaurant oder so und probiert ihn mal, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Aber wenn ihr schon rauchige Whiskys kennt, wenn ihr Kilchoman probiert habt, wenn ihr andere Islas probiert habt, dann braucht ihr diesen Whisky einfach nicht. Vor allen Dingen nicht zu dem Preis. Das ist ein Preis, wo es so viele tolle Abfüllungen gibt. Und wenn nicht die 16 draufsteht, sondern nur eine 14 oder gar kein Alter, dann ist das egal, weil es geht doch um den Geschmack. Und da liefert der einfach nicht genug. So, das ist so, wenn man diese Erwartungshaltung hat, dass Lagavulin ein ikonischer der Whisky ist, dann funktioniert das nicht. Der Whisky an sich, da bin ich gerade auch schon ein bisschen drauf eingegangen, ist ein solider Single Malt. Ja, ich will da gar nichts sagen. Ich finde das auch immer schwer, an einem Handwerk rumzukritisieren, das man selber ja gar nicht beherrscht. Das ist so wie Lebensmittelkritiker, Food Critics, so Restaurantkritiker, die selber gar nicht kochen können und dann sagen, nee, das ist jetzt nichts. Deswegen mache ich das auch so ungern. Ich will also niemandem bei dieser Brennerei irgendwie zu nahe treten.
Es ist ein solider Whisky. Er ist süß, er hat ein bisschen Säure, er hat ein gewisses Spiel, er hat die Rauchigkeit, er zeigt schön Eiler, aber er ist auch langweilig. Ja, er ist für Leute, die da reinfühlen, ist er gut, aber wenn man darüber hinaus ist, ist es nichts Besonderes. Und dann kommt halt der Preis zum Tragen, was ich ja gerade schon gesagt habe. Ich denke, wir alle wissen, was Lagavulin kann, was unabhängig auf den Markt kommt, was im Special Release auf den Markt kommt. Und es ist halt eine typische Brennerei, die an dieser Stelle zurückgehalten wird durch die 43%. Ich glaube, 46% nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert würden diesen Whisky auf ein anderes Niveau heben. Wir werden es nie erfahren, denke ich. Aber ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, das einfach zu behaupten. Wir müssen ihn so nehmen, wie er ist. Und da ist er in Ordnung. Haut mich nicht vom Hocker, wird nicht nachgekauft. Und ich bin gespannt, was ihr zum Lager 16 sagt. Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn ich diesmal ein bisschen gemeckert habe, gerne abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, habt immer einen guten Whisky im Glas. Ciao.